So, dann Auftakt in das Rennen um den WM-Pokal für die deutsche Mannschaft. Vorbereitungstrainingslager hat begonnen in Südtirol. Sami Khedira, der Erste, der dort ankam. Aber das war natürlich nur das Gerät, um ihn vom Privatflieger nach vorne zu transportieren. Der Rest des Teams landete dann gemeinsam in Frankfurt gestartet. Also all die, die dabei sind, Joachim Löw vorneweg. Straffer Zeitplan, deswegen war nicht so viel Zeit für die Fans. Der Bundestrainer selbst hat sich einen kurzen Moment genommen für das ein oder andere Autogramm. Mittlerweile sind sie dann auch angekommen im Mannschaftshotel in Eppan. Also dort sind sie jetzt für die nächsten rund 2 Wochen. Ein paar Spieler fehlen noch, die Bayern-Profis kommen nach. Marc-André Ter Stegen noch nicht dabei. Und auch Toni Kroos hat dann natürlich noch ein bisschen was zu tun. Auch er kommt später. Bis zum 7. Juni also üben dann die Herren rund um Bundestrainer Joachim Löw dort für Russland. Und am Flughafen von Bozen, da warteten direkt ein paar einheimische Fans auf das Team. Die Mannschaft ist gelandet um 22:45 Uhr, aber die Jungs, die schon am längsten hier ausharren, die habe ich gefunden bei mir heute Morgen schon ganz früh da gewesen. Wann wart ihr hier? Seit 9 Uhr. Warum schon so früh? War doch klar, dass die Mannschaft erst später kommt. Ja, wir wussten nicht, ob es ein Trick ist, dass nicht so viele Leute hier sind, wenn sie bei der Ankunft. Ja. Ihr seid hier aus Bozen, für euch ein ganz besonderer Tag? Ja, ganz klar. Die deutsche Nationalmannschaft war schon vor 4 Jahren hier. Und ja, das ist sehr besonders. Wen habt ihr alles gesehen und auf wen habt ihr euch am meisten gefreut? Ja, am meisten gefreut. Wir hätten uns auf Neuer gefreut, aber der ist leider nicht gekommen. Aber halt, zum Beispiel, ich habe die Unterschriften von Sami Khedira und Kevin Trapp und es war sehr toll halt so. Und worauf hast du dich am meisten gefreut? Ja, auch auf Manuel Neuer und auf den Bayern-Spielern, aber ich habe auch Unterschrift von Kevin Trapp und Sami Khedira und sein super Erlebnis, ja. Aber ihr wisst schon, dass Khedira und Trapp jetzt nicht bei Bayern München spielen, ja? Aber ja, wir sind Deutschland-Fans auch, deshalb. Alles klar. Also für die Jungs auf jeden Fall schon mal ein Highlight hier in Bozen. Für Sie vor Ort in Bolzano, Marc Behrenbeck, Sky Sport News HD. Natürlich auch vor Ort der Teammanager Oliver Bierhoff. Hier seine ersten Eindrücke. Man ist froh, dass es endlich mal losgeht, dass man sie greifbar hat, dass man arbeiten kann. Sonst ist ja alles immer nur in der Theorie. Und jetzt kommen wir zusammen, können versuchen, diesen Teamgeist heraufzubeschwören, konzentriert und detailliert zu arbeiten. Im Team, hinter dem Team auch eine gute Zeit miteinander zu haben und deswegen passt das alles. Der erste Tag sieht eigentlich noch recht entspannt aus. Erstmal ankommen, sich ein bisschen einrichten, zueinander finden. Natürlich auch ein paar Gespräche so mit den Betreuern, aber dann gibt es eine lockere Trainingseinheit am Nachmittag. Das ist nach den Reisestrapazen und wo die Spieler herkommen, eher eigentlich so ein einfacher Aufgalopp. Und dann wird man nach und nach die Spieler auch härter rannehmen. Das ist natürlich klar, dass wir als amtierender Weltmeister auch den Titel verteidigen wollen. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Stück, aber wir waren bei den letzten Turnieren immer unter den letzten 4. Wir wissen, welche Schwierigkeiten die Weltmeister bei den letzten 3 Turnieren hatten. Also da sind wir gewarnt und müssen natürlich aufpassen. Aber bei der Qualität der Spieler, auch so wie die Spieler einfach ticken, haben wir natürlich den Anspruch und den Wunsch, auch den Titel zu verteidigen. Und der Wunsch sicherlich vor allem von Manuel Neuer ist natürlich bei diesem Vorhaben im Tor zu stehen der deutschen Nationalmannschaft. Sicher ist das allerdings noch nicht. Oliver Bierhoff auch zu diesem Thema. Jogi hat es ja auch noch an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, dass er halt auch nur einen 100% fitten Manuel Neuer mitnehmen wird. Und das ist jetzt erstmal der erste Schritt, den wir einfach angehen wollen. Uns selber einen Eindruck von machen. Ich weiß, dass er unglaublich engagiert und akribisch eben darauf hingearbeitet hat. Und ich bin weiterhin optimistisch und positiv, dass er das auch schafft. Das ist auch ein aktuelles Thema vom Nachmittag. Laut Medieninformationen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung erhoben. Nach Infos der Bild soll das bereits am 15. Mai erfolgt sein. Eine Bestätigung der Frankfurter Staatsanwaltschaft steht noch
aus? Und das Ganze wollen wir jetzt einordnen mit unserem Reporter Marc Behrenbeck. Der ist ja im Rahmen der Nationalmannschaft in Südtirol. Grüß dich, Marc. Also kurz das Sportliche beiseite schieben und dann eben über dieses Thema sprechen, was da aufgepoppt ist am Nachmittag. Also es soll um Steuerhinterziehung gehen, Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung. Kannst du uns ein bisschen aufklären, in welchem Moment des Geldflusses soll das quasi gegriffen haben? Was wird Ihnen konkret vorgeworfen, den Herrn? Ja, das Ganze ist sehr kompliziert. Wir versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Es geht um den WM-Sommermärchenskandal 2006 und die ominösen 6,7 Millionen. Ich glaube, die Zahl kennt jeder Fußballfan, die ja geflossen sind nach Katar. Nach wie vor ist die Frage, was wurde mit diesen 6,7 Millionen gemacht? Aber bei dieser Anklage ist das gar nicht entscheidend, sondern die Steuern sind entscheidend des Deutschen Fußballbundes. Denn man hat das ganze Jahr als Betriebsausgabe geltend gemacht im Finanzbericht. Und da sagt das Finanzamt, hahaha, das geht doch nicht unserer Meinung nach. Und deswegen gibt es diese Anklage. Das Finanzamt hat ja schon eine Strafe für den DFB auferlegt. Und jetzt ist eben auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt der Überzeugung, dass Steuern hinterzogen wurden vom DFB. Und vor allem für Dr. Theo Zwanziger, ehemaliger DFB-Präsident, und Wolfgang Niersbach, ebenfalls ehemaliger DFB-Präsident, könnte das eng werden. Beide sollen angeklagt werden. Theo Zwanziger hat das Ganze auch schon bestätigt. Außerdem noch der ehemalige Schatzmeister Horst R. Schmidt. Also für die könnte es jetzt auf jeden Fall vor Gericht gehen in Frankfurt. Das Ganze eben nicht wegen der Stimmvergabe, sondern weil angeblich mit diesen Geld Steuern hinterzogen wurden. Und das ist jetzt eben die Frage. Natürlich sagen die Angeklagten, nämlich Dr. Theo Zwanziger beispielsweise, nein, 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 habe ich nicht gemacht. Und jetzt muss das vor Gericht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft wollte sich offiziell noch nicht äußern, das ist zumindest unser Kenntnisstand. Was glaubst du, wann könnte es zum Prozess kommen und was könnte den Herrn dann im Fall der Fälle auch drohen? Ja, die Staatsanwaltschaft, die hat das noch nicht offiziell bestätigt. Das ist auch ein Prozess, der natürlich ganz klar nach Rechtsordnung geschehen muss. Aber Angeklagte, also Zwanziger und Horst der Schmidt, haben das schon bestätigt. Dr. Theo Zwanziger hat auch ein Statement verschickt. Also wir können davon ausgehen, dass es genauso ist. Von Wolfgang Niersbach bisher noch nichts gehört, aber er ist auch in diesem Konglomerat eben mit drin. Das Ganze geht jetzt den Weg. Normalerweise kommt es dann zum Gerichtsverfahren in den nächsten Monaten. Die Vermittlungen laufen ja schon 2,5 Jahre und wir haben uns schon so oft zu diesem Thema gesprochen, zum Sommermärchenskandal, zum 6,7 Millionen. Und jetzt geht das Ganze noch weiter, also das noch lange nicht ausgestanden. Auch solch ein Prozess mit der Anklageerhebung, dann werden Beweise gesichert, verschiedene Aussagen gehört. Das Ganze wird auch noch lange gehen. Also ich glaube, da werden noch einige Tage vor dem Gericht in Frankfurt auf uns zukommen. Vor allem, und das muss man ja ganz klar sagen, Zwanziger beteuert nach wie vor seine Unschuld. Er glaubt nicht, dass das ganze Verfahren am Ende auch zu einer Verurteilung kommt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Herrn Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger gesprochen. Werden dazu noch weitere Ermittlungen laufen oder wird es möglicherweise auch noch andere Herren treffen? Ja, es laufen noch weitere Ermittlungen, ja auch in anderen Ländern. In der Schweiz ermittelt eben auch die verschiedenen Behörden gegen die Herren in der Schweiz, weil die FIFA dort sitzt. Und das FBI ist nach wie vor immer noch auch in diesem ganzen Prozess mit involviert, eben weil es auch um den internationalen Weltfußball geht. Franz Beckenbauer ist von diesem Verfahren nicht betroffen, einfach weil er eben nicht mit der Steuererklärung des DFB etwas zu tun hatte. Es geht eben nicht um die Stimmvergabe, wurde die WM wirklich gekauft, ja, nein, sondern es geht eben dann quasi nur im zweiten Schritt um diese 6,7 Millionen in der Steuererklärung vom DFB. Und Franz Beckenbauer hatte kein Amt inne zu der Zeit beim DFB, deswegen ist er dort nicht involviert. Heißt aber nicht, dass es ihn nicht auch noch treffen könnte, denn in diesem ganzen Verfahren werden natürlich auch noch viele Dinge besprochen und Beweise vorgelegt. Und gegen Franz Beckenbauer wird ja auch nach wie vor in der Schweiz von der Bundesanwaltschaft ermittelt. Also diese ganze Geschichte ziemlich komplex. Marc, danke, dass du versucht hast, das Ganze ein bisschen zu beleuchten. Aber wenn du jetzt schon mal da bist im Trainingslager und wir sehen, das sieht aus wie das Medienzentrum, gehe ich mal von aus, wo auch die Pressekonferenzen stattfinden werden. Heute passiert da noch nicht viel. Hast du schon weitere Infos, wie es da morgen und die nächsten Tage dann weitergehen wird?
Ja, heute gibt es noch mal so eine kleine Trainingseinheit von der Mannschaft. Das Ganze sollte eigentlich mal auf dem Fahrrad stattfinden. Jetzt gerade hat es bis eben hier richtig geschüttet in Eppern in Südtirol. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eben nicht geradelt wird, eben weil es regnet, weil es auch gefährlich ist mit dem Mountainbike. Wir erinnern uns an Thomas Müller, der ist vor 8 Jahren genau hier mal gestürzt im Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Und deswegen wird es noch so ein kleines Anschwitzen geben, eine lockere Einheit mit den Spielern, die jetzt schon da sind. Sind ja bisher nur 19 von 27. Und morgen wird dann hier die allererste Pressekonferenz stattfinden mit Joachim Löw um 12:30, natürlich auch live bei uns. Und das Ganze interessant, kann man ja sehen, es wurde alles schon aufgebaut. Die Sponsoren haben sich auch in Stellung gebracht und man sieht natürlich die Plakate. Auf der anderen Seite können wir nochmal zeigen, dort ist eine schwarze Wand. Und da fragen sich vielleicht manche, naja, normalerweise ist beim DFB ja alles durchgestylt. Aber ich habe mir sagen lassen, auf der schwarzen Wand war unter anderem auch Sandro Wagner zu sehen. Und deswegen wurde da nochmal schnell schwarz drüber gepinselt. Denn das war ja heute auch eins der Lacher, dass Sandro Wagner auf verschiedenen Postern hier aufgetaucht ist. Die anderen, die waren eher versteckt, nur das ist zu präsent. Und deswegen wurde es wohl ausgetauscht. Mal schauen, was da morgen zu sehen ist. Ja, wir sind gespannt. Es wird Ihnen auf jeden Fall was einfallen. 12.30 Uhr ungefähr dann die Pressekonferenzen. 11 Stück sind wohl geplant in Südtirol. Die gibt es dann immer live zu sehen bei uns auf Sky Sport News HD. Marc, danke dir für den Moment und wir sehen und hören uns dann die Tage häufiger.